Hallo Lieben, Gruß aus Alanya. Die Sonne knallt aber auch gerade ins Gesicht. Kann man ja gar nicht richtig glotzen. Ich verkrümmel mich mal kurz in den Schatten. So, ihr müsst mal gleich meinen Eingangsbereich sehen. Wenn man da reinkommt und irgendwelche Kunden das sehen wollen, also die Interessenten oder die Kaufinteressenten, da sieht der Eingangsbereich total Katastrophe aus und eigentlich ist das kein gutes Aushängeschild, sage ich jetzt mal, wenn man in eine Müllhalde reinkommt, werde ich euch gleich mal zeigen. Aber ich habe mir jetzt mittlerweile Angebote eingeholt gehabt von diversen Möbeljungs, also Möbelbauer, weil ich war in diversen Geschäften gewesen. Möbelgeschäften und habe mal geschaut so nach so einer Garderobe, wo man Jacken und ja so ein Hocker und wo man die Schuhe hin tun kann und etc. Habe ich mir so für den Eingangsbereich im Geschäft geschaut gehabt, aber leider nichts Gescheites gefunden. Das, was angeboten worden war, immer, das war so richtig billige MDF, weißt du, so. Es gibt Qualitätsunterschiede bei MDF-Platten. Da kannst du so die Stärken, gibt eine Unterschiede bei den Stärken. Je dicker und desto stabiler sind die natürlich. Und das, was sie in den Geschäften haben, das ist eher so Presspappe-mäßig, sage ich jetzt mal dazu. Wenn da irgendwie Wasser drauf kommen sollte oder so, dann quillt das dann so auf, die Presspappe, und die bleibt dann halt so. In Deutschland hatte ich das zum Beispiel erlebt gehabt, da habe ich mir für mein Büro damals, hatte ich mir dann von Ikea Büromöbel geholt gehabt und da war die Qualität so gut gewesen, also da hat es mal vom Dach dann in die Wohnung reingeregnet gehabt, weil das undicht war und das hat dann so richtig, ich will jetzt nicht einmalmäßig sagen, aber es war richtig viel, war nicht Tropfen, wasserhahnmäßig, ne? Tropft es dann auf die Möbel, ich habe dann einmal irgendwann drunter gestellt und etc. Und dachte so, oh Gott, ne? Alles, die Stelle war dann aufgequollen gewesen. Ich habe dann erstmal alles trockengelegt, ne? Und nach 2-3 Tagen oder so habe ich dann verwundert festgestellt gehabt, dass die IKEA Büromöbel, also der Schrank, der betroffen war, die Platte wieder zusammengeschrumpft ist. Habe ich noch nie vorher gesehen gehabt, ne? Also scheinbar hatte ich vorher dann immer Scheißware gehabt, ne? Aber habe dann so irgendwo einen Qualitätsunterschied gesehen dabei. Und deshalb achte ich jetzt mittlerweile auch bei Möbelkauf darauf, was für Materialien da auch verwendet werden. Also ich habe geschaut, waren nur billige Produkte da gewesen und entsprechend bekommt man halt auch billige Ware tatsächlich. Und bei den Möbelbauern, sage ich jetzt mal, die verwenden dann halt besseres Material. Und ich zeige euch jetzt mal den Eingangsbereich. So, und dann kommt man hier rein und hat dann hier so, keine Ahnung, tja, Schuhe, Einkaufswagen und tja, sieht halt blöd aus, ne? Ja, da habe ich mir jetzt mal hier so einen Schrank überlegt gehabt und dann hier so einen Hocker und hier noch so einen Schrank mit Spiegel, und damit viel Platz ist für Cappies und ja, Schuhe, Regenschirm für die Regentage, die hier mal sind, etc. Ich war jetzt bei 3-4 verschiedenen Möbeltischlern, also ich habe keinen Namen jetzt dafür, Möbeljungs sage ich jetzt mal zu. Der eine hat überhaupt nicht geantwortet, war ihm scheißegal. Wahrscheinlich viel zu tun, hat er nicht nötig für Einzelkunden. Bei 3 weiteren habe ich gefragt gehabt. Beim ersten war ich gewesen. Ich sag gleich die Euro-Werte dazu, weil auf Lira-Basis schwankt das zu sehr, ne? Damit es auch vergleichbar bleibt. Je nachdem, wenn man einen Monat später fragt, ist der Preis ganz anders, ne? Deshalb. Der erste wollte 2500 Euro haben für hier, die kleine Ecke da, ne? Und da ist das so, nee, das ist viel zu teuer, viel zu teuer. Hatte ich keinen Bock gehabt. Da bin ich zu einem anderen gegangen, der wollte, ich jetzt nicht auf die Cent genau, ja, variiert um 50 Euro ungefähr.
der wollte um die 2000 Euro haben. Da habe ich mir gedacht, so, finde ich immer noch zu teuer. Ne? Und dann habe ich noch mal einen dritten gefragt gehabt. Und der, das war übrigens sein Kumpel gewesen. Ich habe ja hier einen Maler beschäftigt gehabt. Da habe ich ja auch mehrere Angebote eingeholt gehabt. Und beim dritten habe ich einfach zugeschlagen. Ja, man sagt zwar, wer billig kauft, der hat entsprechende Qualität. Ja, ich weiß, das ist im, in den meisten Fällen auch so. Aber wenn man Ahnung von Materialien hat, kann man besser auch ein Preis-Leistungs-Verhältnis herausholen. Ne? Deswegen habe ich mich auch, habe ich gesagt gehabt, ich will auf jeden Fall 18 mm MDF-Platte haben. Die sind gut und reichen vollkommen aus, sind stabil. So, dann also habe ich dann für 2000 halt, wollte ich dann auch nicht bezahlen, ne? Und dann habe ich den Maler gefragt, du, sag mal, kennst du einen Möbeljungen etc.? Ja, ich kenne einen und so, der macht gute Sachen etc., ist super. Ich rufe den dann mal hier hin, dann kann er dann mal ein Angebot machen. Ich so, ja, klar, bin ja hier. Hab den gerufen und bin dann jetzt auf einen Preis von 1500 Euro gekommen. Also es schwankt tatsächlich so um 1000 Euro, je nachdem, für das gleiche Produkt, je nachdem, bei wem man holen geht. Also man muss schon Angebote einholen und nicht das erst Beste. Und ich habe jetzt den Typen, habe ich jetzt die Hälfte schon mal bezahlt und die Hälfte werde ich dann bei Fertigstellung bezahlen, wenn mir das so zusagt, die Arbeit. Ich habe gesagt, ich will auch keine Fehler, habe auch gesagt, so, ich habe Erfahrungen gemacht von anderen Möbeljungs, die waren Katastrophe. Die haben die und die Fehler gemacht und keine Ahnung. Also damit er schon mal weiß, was ich haben möchte und was er bei mir nicht machen sollte, sonst ja, hat er dann und ich dann halt ein Problem. Und ja, und er weiß dann jetzt, worauf er zu achten sollte und dass ich halt penibel bin. Ne? Also was ich dann will, habe ich dann klargestellt. Und die Fehler von dem vorherigen Typen will ich auf keinen Fall nicht nochmal haben. Der meinte dann zu mir, ja, kein Problem, wenn irgendein Problem ist, so, ne, ich tausche dann das Teil aus und ersetze es dir dann. Du hast ja die Hälfte des Geldes ja immer noch von mir, meinte er. Gut, so haben wir uns dann halt arrangiert und das Ganze wird dann halt 21 Tage dauern, weil der Möbeljunge gibt auch, der holt sich dann halt Riesenplatten, also die 18 MDF-Platten, Millimeter, gibt die Platten dann mit seinen Maßen an die Fräse und die Fräse schneidet dann entsprechend in die kleinen Teile zusammen, zusammen. Und dann nimmt er die Teile und geht dann zum Lackierer und lässt sie dann nochmal lackieren. Also das sind, obwohl es nur eine Person ist, stecken dahinter nochmal mehrere Arbeitsschritte, was zu, natürlich zu einer längeren Laufzeit führt, weil man sich immer die Arbeiten nach der Reihe abhält. Ne? So kommt dann halt die 21 Tage zustande. Aber 21 Tage ist okay. Wer würde ich jetzt im Laden gehen, was Größeres holen, dann unter 2 Wochen komme ich eh nicht raus. Das geht dann hoch bis 6 Wochen. Das war bei der Corona-Zeit. Also 4 Wochen in der Regel dann Maximum heutzutage. Ja. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesperrt, nur weil ich das Wort gesagt habe. Aber werden wir ja sehen. Sonst muss ich es halt rausschneiden und nochmal neu hochladen. Ich werde dann in 21 Tagen das Ergebnis nochmal präsentieren. In diesem Sinne sage ich bis dahin. Ciao.